Okay. Ich hätte schwören können, der unten hätte mehr Schaden gemacht. Komm, 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 komm. Oh ja, jetzt scheint es hier auf jeden Fall weiterzugehen. Und das ist sehr gut. Denn das da... Oh, wir kriegen doch ziemlich Schaden. Aber denn das da oben war nicht so wirklich schön. Mit den Türen nicht aufbekommen, hin und her laufen und rumgespringen und was weiß ich. Helm beschädigt. Helm schon wieder beschädigt. Stirb endlich, du doofer, garstiger Baum. Ja, also Stock und nichts. Licht aus, schlafen. Licht an, essen. Ich kann bleiben. Das hier sieht verdächtig aus. Okay, keine Geheimwand. Aber immer schön gucken. Sonst findet man ihn nicht. So, was sagt die Karte? Die Karte sagt... Der NPC am Anfang hat doch recht gehabt. Aber wir sind noch lange nicht im Südosten der Karte. Das wäre eigentlich hier. Südosten, da lang. Ich halte mich mal rechts an der... Das sieht sehr verdächtig aus. Oder das könnte wieder eine Latrine sein. Nur halt ganz ohne Wasser, einfach nur eine Ecke. Rechts rum, rechts rum. Oh, Auge. Genau du. Der Schrecken der dritten. Nee, der Schrecken der zweiten Etage. Zack. Genau. Ist keine Gefahr mehr. Vor allem, weil du hier unten nicht zaubern kannst. Was mir so gar nicht aufgefallen ist, konnte er jetzt echt nicht zaubern? Das wäre wenigstens eine schöne Umsetzung. Dass die Spielmechanik auf alles greift, was hier ist. Oh. Da wäre ich jetzt aber doch stark davon ausgegangen, dass hier ein Geheimdingens gewesen wäre. Warum ist uns plötzlich einfach eine gemauerte Steinnische mitten im ganz normalen Gestein? Hier auch. Oh, Geist. Aber ja, der andere NPC meinte, dass der Magier sehr viele Dienerkreaturen hat. Und ich denke mal, sind wir jetzt auf einem richtig guten Weg. Weil wir haben jetzt einen Baum gehabt, den Geist hier, vor das Auge noch. Das ist eine ganz schön wilde Mischung. Und das ist ein richtig komisches Geräusch. Dieses Tap, 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 Tap. Ist das der Geist oder ist das was anderes? Hm. Okay, wir sind inzwischen stark genug im Kampf, um uns einfach mal umzudrehen und nichts zu machen. Ist ja auch schön. Au. Kaputt. So. Noch mehr Gold. Wollen wir nicht. Ganz am Ende, wenn wir die holde Jungfrau gerettet haben und bewiesen, dass wir der Avatar sind und was weiß ich, schnappen wir uns 3, 4, 5 Jungs und nehmen hier alles aus. 1 Million. Das wir nicht anlegen können. Ernsthaft nicht? Brust? Oder ist das hier? Nö. Interessant. Angucken. 1 Million. Ah, klar, das ist das 1 Million, was man vorzeigen muss. Okay. Benutzen? Nein. Also gut. Damit können wir jetzt in den Goblin- und Troll-kontrollierten Räumen einfach so durchgehen wahrscheinlich. Also die 3, 4 Räume, die wir alle gerade geklärt haben. Schön. Aber der... Vollständigkeitshalber hätten wir das Ding jetzt auch. So, wo geht's weiter? Südöstlich und dann eventuell westlich, aber ich habe keine große Hoffnung. Südöstlich und dann eventuell westlich hier. Wieder schön nach Dingens gucken. Nee. Oh.
Also wir müssen den ganzen Weg zurückgehen. Und dann da weitermachen, wo wir eigentlich aufgehört hatten. Obwohl, warte mal. Also das, mit wo wir eigentlich aufgehört hatten, das meine ich jetzt ganz oben im Nordwesten, wo wir eingesperrt waren. Dass wir da doch irgendwo weiterkommen müssen. Aber ich glaube, wir haben hier unten auch noch eine Ecke, wo wir weiterqueen könnten. Das sollten wir dann auch. Auch wenn ich irgendwie im Verdacht habe, dass die Tür ganz, ganz am Ende, die da, wo man dreimal hoch und runter und was weiß ich musste, dass die nicht abgeschlossen war. Dass wir die einfach hätten öffnen können. Naja, was soll's. Hier. Das hier ist wichtig. Wo ist die kleine Karte? Genau. Gucken. Karte. Falle, Teleporter. Abgeschlossene Tür. Also wir könnten den Teleporter laufen, um das ganze Gehopse zu ersparen. Oder wir springen einfach rüber. Ja. Also da geht's definitiv weiter. Und da haben wir auch einen Schlüssel für. Nämlich den da, glaube ich. Den hat man bei der Leiche gefunden und bei der Leiche stand dann hinter der Lava die Tür. Hätte ich doch bloß gewusst, dass dieser Schlüssel sie öffnet. Sowas in dem Dreh. Ich laufe gerade ziemlich planlos in der Gegend rum. Aber ich glaube, es funktioniert. Jo, funktioniert. Dann müsste jetzt hier gleich rechts rum. Klick. Der Raum sein. Wo wir sehr chaotisch springen dürfen. Oder konnten wir hier nicht schummeln? Doch, konnten wir. Ja. Also nur indirekt schummeln. Weil diese Etage entfernt zwar Mana von allen Zaubernden, aber nicht deren aktive Sprüche. Nein. Ging's hoch? Da unten, glaube ich. Das heißt, wir laufen jetzt einmal wieder unten rum. Die Rampe hoch. Nächste Etage. Ich glaube, wir müssen nicht mal... Ach, kein Gift, kein Gift, kein Gift. Ich glaube, wir müssen nicht mal schlafen. Weil sobald wir in die Etage übergehen, kriegen wir einen Teil von dem Mana zurück, das wir vorher hatten. Und wir sind ja mit Hälfte oder so runtergegangen. Also ja, wir gehen Rampe hoch, Etage hoch. Zaubern einfach so gut es geht. Pika, also PK. Womit wir levitieren müssten. Oh, oh, lauf, lauf, lauf. Und gehen dann genau dahin, wo wir eben gerade waren, bei dem Lavapool. Und den ganzen Säulen. Das hatte, glaube ich, schon mal so lange gehalten. Oh, was für ein Gemetzel. So, du gehst schon mal auf, das ist gut. Sind wir überhaupt richtig? Ich nehme mal dich mit. So. Du bist abgeschlossen. Wo sind wir? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Da wollen wir nicht weiter. Ich bin richtig traumatisiert von dieser Tür, die sich hinter einem schließt und wir kommen nie wieder raus und verbringen 2, 3 Folgen mit dem Kreis zu laufen. So, du öffnest jetzt das Portkulis da hinten, oder? Nee. Was ist anderes? Das da öffnet das Portkulis. Aber ist mir auch einerlei. Wir wollen da wohl rüberspringen. Ich sehe mich wieder im Wasser landen. Achso, wir können da einfach so. Nein! Wir können da nicht einfach so. Okay, Süden. Also man muss schon springen. Man kommt vom Wasser aus nicht darauf. Außer man hätte Wasserwandeln. Und da wir hier nicht zaubern können, haben wir kein Wasserwandeln. Na gut, schwimmen wir der Strömung entgegen, essen dabei einen Apfel und weichen den Tentakeln aus. Hops. Und hops. So, also wir müssen springen, wir dürfen nicht zu hoch springen, also nehme ich W. Lauf, 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 W. Nein! Komm. Können wir da echt nicht irgendwo... Oh, oh.
Gift ist nicht gut. Dieser Dungeon bringt mich um. Und wir haben immer noch keine Ärmlinge gefunden. Wobei ich inzwischen wirklich denke, dass einfach nur zum Stil des Spiels wird, dass der Held immer mit blanken Oberarmen rumlaufen soll, weil es halt männlicher aussieht oder was auch immer. So, also. Diesmal nicht von einer Fledermaus gejagt. Ich benutze Shift J. Ist mir irgendwie sicherer. Also wir stehen hier. Shift J. Und wir donnern gegen. Es kann doch nicht sein, dass es so schwer ist, wieder hochzukommen. Geht es hier auch hoch? Warte mal. Ich gehe jetzt nach Süden. Mal wieder. Ich glaube schon zum dritten oder vierten Mal. Gehe dann aber nicht da lang, wo wir lang sollten. Sondern gehe hier hoch und guck mal, ob ich... Ja, komm. Ja, doch, vielleicht von da nach da oder so. Aber das ist mir irgendwie sicherer, als dieses ganze Rumgespringen und dann immer nicht anzukommen. Weil wenn Shift J nicht funktioniert, weil man zu hoch springt, dann ist das nächst schwächere Anspringen einfach W und J. Und das hat gerade nicht funktioniert, bei weitem nicht. So. Da hinten sieht gut aus. Shift J. Jau. Sauber. So, jetzt würden wir gerne nach Osten, dann nach Norden und hier irgendwo rüberspringen. Ja, genau. So, die Decke wird es wieder sein, oder? Nee, geschafft. Sehr schön. Und das alles nur, um einmal PK zu zaubern, um zu levitieren. Bei meinem Glück wird das dann auch nicht lang genug halten. Wir müssen es nochmal machen. Und du reichst nicht für PK. Also, schlafen. So. Wir hätten gerne PK. Drehen uns schon mal in die richtige Richtung. Swoosh. So. Dann müssen wir darüber. Ja, wir sind richtig. Wir sind nur zu hoch. Q ist runter. So, lauf. Yikes. Hier rum. Da fliegen Shift. Und geschafft. Licht an. So. Du bist abgeschlossen. Bitte pass. Nein. Gold. Stimmt, den hat mir bei der Leiche gefunden. Der muss jetzt passen. Ja. Sehr gut. Also, wir kommen weiter. Wir haben das Amulett, das wir im Notfall auch noch irgendwo benutzen könnten. Wir haben hier einen sehr komischen Gang. Ohne Geheimtür und viel Gespringe. Gut. Komm, schweb schneller. Und Levitieren ist vorbei. Ich höre was Fliegendes. Oh, bist du eine Boss-Tür? Abgeschlossen. Passt nicht. Das... Was war das, ne? Ah, hier sind Platten. Wow. Ja. Irgendwas hat auf uns geschossen. Und hat richtig viel Schaden gemacht. Licht aus, schlafen. Das könnten Feuerelementar gewesen sein. Wobei mir letztes Mal, als wir gegen die gekämpft haben, nicht aufgefallen ist, dass die Fernkampfattacken haben. Okay, was steht da? Zu guter Letzt. Jetzt ist das Einzige, was ich noch vor mir habe, den Irrgarten zu bestreiten. Was macht man bei jedem? Was? Das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön. Also da ist ein Irrgarten. Wenn man da lang geht, stirbt man. Haben wir irgendeinen Hinweis für den Irrgarten?
Haben wir irgendwo was aufgeschrieben? Ich sah es nicht mit mir gerade zu tun. Mein Zettel. Ja, ich denke, mein Zettel könnte die Lösung sein. Okay. Okay, es ist nicht weit. Wir können jetzt aber gleich wieder hochgehen. Wir können wieder debütieren, wir können wieder rüberlaufen. Und dann gehen wir wieder dahin. Und nehmen eventuell den Samenkorn mit. Nee. Ich will nicht hier immer wieder auftauchen, denn es hier nach irgendwas Garstiges und bringt uns immer wieder um oder so. Das muss nicht sein. Also nee, wir speichern jetzt erstmal gleich ab. Dann gehen wir hoch, machen wieder ein PK, laufen wieder rüber und gehen dahin. Und zwischen dieser und nächster Folge gucke ich nochmal meinen Zettel durch, ob wir irgendeinen Hinweis haben über die Maze. Weil das hier wird das Bullfrog-Rätsel sein. Und das wird die Maze, die wir eigentlich eine Etage höher eigentlich erwartet hätten. Oder zwei sogar. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ja, das mache ich und dann sehen wir uns gleich wieder.